Wäre es auch für Schüler möglich, die Videos als eine Orientierungshilfe bei der Suche nach späteren Studienfächern einzusetzen? Das könnte man recht gut nutzen. Ich sage mal zu 80%. Ja. In manchen der Lehrvideos sind natürlich Themen drin, wo sie ein gewisses Vorwissen brauchen. Wenn Sie zum Beispiel über Kostenschätzung oder solche Sachen reden, dann ist es nützlich, wenn die Studierenden vorher schon mal bei einem anderen Kollegen was über Kostenrechnung gehört haben. Allerdings ist es so, dass von diesen Voraussetzungen nur relativ wenige benötigt werden. Die meisten der Lehrvideos sind ohne weiteres Vorwissen ganz gut verständlich, glaube ich. Die Rechenverfahren, die wir anwenden, sind mit den Grundrechenarten in der Regel zu beherrschen und damit eben auch zugänglich für Schüler. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit der Distanz zwischen Lehrendem und Studierenden, die sich bei einem videobasierten Lernsetting zwangsläufig ergibt? Ja, das ist vielleicht eine ganz nette Hintergrundgeschichte. Auch ein kleines Geheimnis, was ich an der Stelle gerne verrate. Für das Netzwerk, ich habe es so gemacht, ich habe die Videos nicht am Stück aufgenommen, sondern ich habe die Veranstaltung in diesem Semester live morgens gehalten, vor lebenden Studierenden und am Nachmittag dann im Aufnahmestudio vor der Kamera. Und in gewisser Weise bin ich dann morgens aufgeladen worden von den Reaktionen, von den Fragen, von den anderen Reaktionen der Studierenden und konnte auf diese Weise quasi am Nachmittag das noch mit in das Video hineinlegen. Und insoweit gab es keine grundsätzlichen Hürden oder Probleme dabei, aber umgekehrt formuliert, es war für mich sehr hilfreich, dass ich das morgens live vortragen durfte. Denn da ist einfach dann auch ein gutes Gefühl, wenn man einmal eine Gruppe gehabt hat, die bei einem Thema nicht eingeschlafen ist, dann hat man auch die Hoffnung, dass sie nicht einschläft, wenn das gleiche Thema über Video transportiert wird. Dass ich also keine Rückkopplung von den Videos bekomme, sondern im Vorhinein praktisch diese Rückkopplung schon über eine in Anführungszeichen lebende Gruppe einhole.